So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und ich bin sauer, denn die letzten Folgen waren asynchron und ich verstehe es wie immer nicht. Die erste Folge von der Aufnahmesession war nicht asynchron. Erst als ich dann hinten raus den einen Part noch angehängt habe, dieser Teil war dann plötzlich ab da asynchron, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich mit den genau den gleichen Einstellungen aufgenommen habe. Ich verstehe nicht, warum sich das manchmal plötzlich verschiebt. Was ich aber verstehe, ist, ich muss jetzt wieder damit anfangen, jeden einzelnen Part nach jeder Aufnahme erst zu kontrollieren, bevor ich den nächsten aufnehme, damit es, wenn es mal asynchron wird, nur kurz einen Part lang wieder so ist. Und es ist so nervig. Aber gut, was soll's. Wir gehen nochmal in die Ninja Speedruns rein. Ich habe mittlerweile auch einen Run bei DaBeast gesehen. Und der ist tatsächlich den Weg gegangen, den ich zuerst gegangen bin. Auch der geht also sehr schnell. Ja, so natürlich nicht. Und was er anders macht, zeige ich euch ganz kurz. Das so natürlich nicht. Was er anders macht, ist folgendes. Also den Anfang macht er genauso. Halt, ich kann immer noch weitermachen. Den Anfang macht er genauso. Ja, hier die Münze. Dann macht er hier kaputt. Und jetzt folgendes. Er macht... Wait, wie hat er das gemacht? Er macht den hier kaputt. Dann macht er... hier kaputt. Und dann macht er... bin ich jetzt doof? Reicht da ein... Ach, da reicht eins aus. Okay. Dann macht er nämlich hier kaputt. Und dann braucht er... und dann geht er dann hier oben rum. Ich glaube, er geht dann hier oben rum. Müsste so sein. Und dann braucht er nämlich nicht das Ding hier unten holen. Er macht es komplett ohne die Kanone hier. Und ohne dieses Kanonending da unten. Aber ich glaube, er macht das so kaputt, dass der Weg hier offen ist. Ich glaube, zumindest das macht er. Na, und dann läuft er hier rum, läuft hier durch und nimmt den Kollegen hier mit. Das probieren wir jetzt noch kurz zwei, dreimal aus. Ich mache das jetzt nicht lange, keine Sorge. Aber vielleicht kann ich damit meine Zeit doch noch ein bisschen verbessern, weil das ist im Prinzip ja dann doch genau... Mist. Das ist im Prinzip ja dann genau der Weg, den ich schon vorher gegangen bin. Mit dem kleinen Unterschied, dass er tatsächlich die, dieses Kanonending komplett auslässt. Was an sich recht cool ist. Ja, jetzt habe ich den Weg aufgemacht. Dann macht er hier zack. Ja, und das darf halt nicht passieren. Dieser Treffer hier darf nicht passieren. Und dann läuft der Rest, geht der Rest klar. Aber ich bin halt schon wieder viel zu langsam, wie man sieht, ne? Und dann hier durch. Und dann... Hat er sich die... Ich glaube, die Münze hat er sich vorher schon geholt, oder? Wait, ich glaube, die Münze hat er sich vorher geholt. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, moin. Ich glaube, die Münze hat er sich vorher schon geholt. Naja, moin. Das war nix. Also, wir machen das jetzt bis maximal... Ich will zwei, drei ordentliche Versuche haben. Ja? Ich glaube, die hat... Nee, ja, so kann ich... Nee, so kann ich das nicht machen. Dann ist das ja weg. Das ist ja wieder Quatsch. Das ist schon wieder zu lange her, dass ich es gesehen habe. Ach, Mensch. Aber es kann nicht so lange her sein, dass ich die komplette Erinnerung... Oh, jetzt ist das Ding nicht rausgekommen, weil ich zu nah an die Röhre bin. Dass ich komplett die Erinnerung verliere. Gut, hier am Anfang springen die halt alle auch noch. So, das macht wahrscheinlich nochmal ein paar Millisekündchen aus. Aber ich würde es ja schon feiern, wenn wir unter die 30 kämen. Perfekt. So, und jetzt kann ich nämlich hier einfach durch. Ah, Mist, bin schon hängen geblieben. So komme ich nicht unter die 30. Aber die interessieren mich jetzt hier schon nicht mehr. Ne? Ah, es ist noch nicht besser, glaube ich. Nee, aber nah dran. Nah an meinem Rekord. Und ich war noch viel zu langsam. Das kommt halt noch dazu. Also es ist halt wirklich dann wieder die Technik.
Ihr seht's, ich war nah dran an meinem Rekord. Es ist dann halt wirklich wieder die Technik. Machst du nix? Machst du nix, wenn es die Technik ist, ne? Das macht halt auch schon was aus, dass man hier am Anfang einfach so einen Weitsprung setzt und keine Ahnung, dass das halt alles besser float. Bei mir float halt nix. Was will man tun, wenn nix float? Dann float halt nix. So. Ach Mensch. Jetzt habe ich da zum Beispiel bin ich ein bisschen blöd wieder hängen geblieben. Das ist doch schon wieder alles damn. Alles doof. Ach nein, warte, er hat das an. Ah, nein, 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 nein. Quatsch. Er geht. Ich glaube, er geht erst mit dem Ding runter. Und macht dann oben den Weg kaputt. Ich glaube, so macht er das. Er ging erst mit dem Ding runter. Ja, ich bin doof. Ich bin doof, Entschuldigung. Ich hab's falsche. Nein, ich hab's falsche in Erinnerung gehabt. 5 Minuten schon wieder verschwendet, ja moin. Er geht erst mit dem Ding runter. So war's. Er geht erst mit dem Powerblock runter und beim Rückweg. Ja. So war das nämlich. Macht dann 2 Schläge bei der Pflanze. Wobei einer wahrscheinlich reicht, aber er macht 2, glaube ich. Und dann geht er nochmal hoch und macht da schon mal die Münze auf. Und dann, damit spart er sich nämlich die Zeit. Das war's. Das war's. Das war der Unterschied. Ach, Menschenskinder. So, nachdem ich jetzt mir das wieder eingefallen ist, kann man es jetzt bitte ordentlich machen. Also, er geht hier runter. Er macht hier den. Und jetzt geht er da hoch. Und macht hier den. Also, das war jetzt aber schon wieder. Ich mache das halt noch viel zu langsam. Das muss man einfach dazu sagen. Ich mache das noch deutlich zu langsam. Oh, jetzt ist hier nicht offen. Huch. Was habe ich denn jetzt wieder... Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Auf jeden Fall nicht das Richtige. Ah. Ei. Ich will jetzt aber nicht den ganzen Part hier nochmal den Inchi run. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Ha! Sülay Khan hat schon gefragt, warum ich denn die Level von Boost Bo die ganze Zeit überspringe. Ich werde den noch spielen, aber das sind halt... Es sind so viele Sachen, die er baut und es ist so vieles so ähnlich. Ich habe im Moment... Bin ich etwas einfach gesättigt, was Boost Bo angeht. Ich will seine Sachen noch spielen, keine Frage, aber ich denke, ich mache das dann in so extra Boost Bo Parts einfach. Weiß es noch nicht. Aber ich habe ihn... Ich habe ihn definitiv noch auf dem Schirm. Alter. So, ich sollte mich auch mit Kraftausdruck wieder etwas zurückhalten, nachdem meine aktuellen Schüler mich auch schon wieder gefunden haben. Guten Tag, falls ihr gerade zuschaut. Ja, so muss ich das machen. Erst hier auf. Erst da aufmachen, dann da ordentlich in die Kante. So rum war das. Ja, genau. Aber es ist trotzdem noch enorm... Ja, es ist einfach enorm viel, was die Performance angeht. Ich habe einfach nicht den Skill, den die... Ja, was war das denn? Für ein mickriger Weitsprung. So schon eher. Ach, Mann. Ich glaube, wir lassen's. Wenn ich den Ehrgeiz habe, sollte ich das privat machen, aber nicht jetzt hier im Let's Play, ganz ehrlich. Das wollt ihr nicht sehen und ich will das jetzt eigentlich auch nicht so aufnehmen. So, hier vorsichtig. Zack. Jetzt nehme ich die Münze nicht mal mit. Okay, wir lassen das jetzt. I'm sorry. Ihr habt die Theorie verstanden. Ich will damit jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden. Wir gehen in den Stern und gucken, was neu ist. So. Wir haben ja alles unten haben wir ja aufgeräumt bis auf Boost Bo, ne? Also... Können wir jetzt mal gucken. I wanna be fair one running. Ich weiß nicht, ob Rasier jetzt wirklich fair ist, wenn ich mir die Clear Rate so angucke.
Technik-Einzelspieler. Was hat der jetzt wieder gebaut? Ja, das okay, der Anfang geht klar, aber was habe ich denn jetzt wieder hier? Was kommt denn da alles auf mich zu? Okay. Kann ich bis da hoch? Ja. Da oben ging es auch weiter. Ah, wait, da muss ich den hier machen. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Nein. Uff. Wie habe ich den denn gerade gemacht? So. Oh, nein. Oh, mein Gott. Uff. Uff. Gottes Willen. Ich will jetzt mal gucken, was da oben noch ist. Ach. Da ist eine seiner 50er Coins. Die interessieren mich herzlich wenig. No offense. Ah. So. Also müssen wir hier durch. Okay. Wie habe ich denn diesen einen Supersprung gerade gemacht, dass ich da hochgekommen bin? Oh mein Gott. Nein, jetzt geht er einfach wieder da raus. Ich glaube, es geht los. Nein, 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 nein. So. Nein, du musst... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht, was ich suche. Ach, das gibt's doch nicht. Ich war doch schon mal oben. Kann ich denn? Oh, kann man das denn so machen, dass der hier... So, 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 so. Und dann so... Okay, okay. Oh, da gibt's einen Checkpoint. Alles klar, sehr schön. Angenehmer Checkpoint. Sehr angenehmer Checkpoint. Ja, danke. Sehr angenehmer Checkpoint. Jetzt zieht er mich allerdings gleich runter, wenn ich nicht aufpasse. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Aber gut, dann kann ich beweisen, dass ich jetzt hier wieder hochkomme. Und ich es verstanden habe, wie es geht. Gehe ich erstmal wieder zurück. Okay. Ich habe es so verstanden, dass ich erstmal wieder durch die Röhre zurückgehe. Okay. Nein, aber ich habe es wirklich verstanden. Watch me. Watch me. Siehst du? Hab's verstanden. So. Wieder was gelernt. Nicht so, oh, nicht so weit. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber wird das Level noch so schlimm, dass das wirklich noch keiner abgeschlossen hat? Ah! Geh da rein. Dankeschön. So. Hier komme ich doch jetzt einfach so rüber. Was kommt nü? Weiß halt nicht, okay, einfach ein langer Weg. Dann werden wir mal da jetzt einfach abspringen und gucken, wo wir so landen. Okay. So. Das ist auch kein Thema mehr. Ist hier oben eigentlich irgendwas? Nein. Okay, das passt jetzt. Okay, das ist jetzt kein Thema mehr. So, die zieht einfach vor und zurück. Okay, wir werden erstmal nicht auf das hier drauf gehen. Aber wir werden, glaube ich, erstmal dem Kollegen hier ausweichen. Okay, dann brauchen wir das Trampolin, der ja auch... Holy, hat der mich hochgezogen. Okay, da kann... Da kann ich erstmal ganz normal runter, ganz angenehm. Jetzt weichen wir dem Fisch aus. Gut. Kommt da auch ein Fisch raus? Ja, und zwar so einer. Okay, das dürfte ja eigentlich gar kein Thema sein. Da kommt nochmal so einer raus. Mist. Okay. Aber soweit ist das in Ordnung. Nichts, was ich nicht reproduziert. Im Gegensatz zum Reden, nichts, was ich nicht reproduziert bekommen würde.
So, einfach hier warten. Alles nicht so wild. Hier weichen wir einfach dem Ding hier einmal aus. Auch nicht so wild. Dann geht's hier runter. Lass uns hier gar nicht stören. Und sind schon wieder bei den Fischis. Und die sind eigentlich auch nicht das Problem. Nur der hier, da muss ich ein bisschen das besser timen. Yes. Gib mir einen neuen Checkpoint, bitte. Yes. So, jetzt haben wir hier eine Röhre, in die ich nicht rein kann, weil ich keine Kiste habe oder so. Irgendwas brauche ich. Ich bräuchte eine Kiste. Ich komme hier aber auch nicht mehr zurück. Hätte ich irgendwas anders? Hätte ich irgendwas dabei haben sollen? Egal. Keine Ahnung. So, jetzt kommt der eigentliche Randteil vermutlich. Wo man also eigentlich konstant jetzt durchrennt. Aber ich verstehe die Tür da oben. Ah, vielleicht ist das eine. Das ist eine Resette oder sowas. Irgendwann wird es eine Tür geben. Wenn ich das falsch mache, komme ich wahrscheinlich durch die Tür. Oh, ich muss die 50er Münze eigentlich gar nicht holen. Oder das ist die Tür, die. Ah, ich glaube, ich weiß es. Irgendeine von den Fischröhren hatte bestimmt einen Eingang. Guten Morgen. Hatte irgendeinen Eingang wahrscheinlich. Weil man kann ja auf die Fische drauf springen, glaube ich. Und da war wahrscheinlich die Zweiermünze und durch die Tür kommt man dann da zurück. So ist das gewesen. So ist das gewesen. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ah! Die Coin würde mich aber jetzt tatsächlich reizen, die zu bekommen. Bin ich ganz ehrlich. Weil die ist nicht so. Also die Einser, die erste Coin wäre auch nicht so schwierig gewesen. Die können wir im Nachhinein noch holen. Und die andere wird in so einer Röhre sein. Das wäre jetzt auch nicht so wild, die noch zu holen, aber. Jetzt komme ich nicht mehr hin. In die Einser komme ich relativ schnell wieder ran. Aber an die Zweier nicht. Die wird in so einer Röhre, wie gesagt, drin sein. Ziemlicher Safe Call. Oh mein Gott. Ziemlicher Safe Call. Plopp. Oh mein Gott. Jetzt ärgert es mich, dass ich die ersten 10 Minuten mit dem Ninja Mist verschwendet habe. Vor allem, weil es kein Ergebnis geliefert hat. Ach komm. Okay, wir lassen die Coin. Wir lassen die Coin. Warum gehe ich nicht einfach durch die Röhre? Warum gehe ich nicht einfach durch die Röhre? Es ist ja nicht verpflichtend, um das Level abzuschließen. Warum gehe ich nicht einfach unten durch die Röhre? Wir machen das jetzt so. Ach komm! Nein! Jetzt habe ich mich entschieden, jetzt komme ich durch die Barriere nicht mehr durch. Ei. Oh, das war knapp. Oh, das war viel zu bald gesprungen. Ah. Huch. Okay. Okay. Dankeschön. So, wir gehen einfach durch. Oh, was ist das denn? Ach, Weitsprung, 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 Weitsprung. Zu bald. Oh, weia, da kommt. Oh, da wird's unangenehm. Oh, da wird's richtig unangenehm noch. Okay. Uff. Ich habe gerade die Stelle gesehen, die zu der 0%-Quote bisher führt. Oh, weia. Oh, nein. Oh nein, das wird da hinten noch richtig unangenehm. Oh, weia. Nein!
Mach doch nicht diesen. Ich wollte schneller sein. Das war nicht schnell. So, ein Sprung noch. Gott. Und ihr seht es ja bei der Coin. Ich würde einfach die Coin mitnehmen und käme dann halt da oben bei der Röhre raus. So. Nein. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich immer... Genau das. Genau das. Dass ich immer, wenn ich da unten lande, nach rechts gucke. Dann werde ich nicht in die Stacheln gedrückt. Aber genau das ist das Gefährliche. Und ich muss da jetzt so exakt abspringen, dass ich den Speed mitnehme, aber nicht runtergeschossen werde. Puh. Oh no, ich will nicht in diesem Gang hier jetzt immer wieder festhängen. Durch den Gang komme ich doch eigentlich durch. Durch den Gang komme ich doch eigentlich durch. Oh no. Oh nein, jetzt... Ich bin halt jetzt... Das ist jetzt wieder dieser Moment, wo ich in Gedanken bei der hinteren Stelle die ganze Zeit bin und hier wieder Quatsch mache. Weil ich in Gedanken schon wieder hinten bin. Und überlege, wie ich das machen soll. Wenn der Kopf jetzt sich... Also der Kopf muss sich erstmal wieder auf die Mitte konzentrieren. Im Moment versage ich wieder an der Stelle... Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht, was wir wollen. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Das ist, was ich bestellt habe. So. Möglichst spät und... Also wie gesagt, ich muss die ganze Zeit... Selbst wenn ich runterfalle, das ist ja nicht schlimm, sobald ich rechtzeitig nach rechts gucke. So. So ist ja auch okay. Und jetzt muss ich mich einfach rumdrehen und beim Sprung direkt abspringen. Es ist so knapp. So ein knapper Moment, wo man den Sprungknopf drücken muss. Oh boy. Oh boy. Die Richtung habe ich nicht antizipiert. Also, was? Wieso geht er denn jetzt nach links nach dem Sprung? Why? Mach nicht, bitte. Mach nicht. Oh mein Gott! Ich hab vollkommen... Ich war gedanklich schon hinten. Deswegen bin ich so hochgesprungen. Oh, ich will die Stelle ganz am Schluss machen, nicht das hier. Nein! Hör auf damit! Hör auf, da hängen zu bleiben! Hör auf, da hängen zu bleiben! Vielleicht ist es auch gar nicht so klug, den Dreher mit reinzunehmen. Vielleicht sollte ich den Twirl rauslassen. Ist das ohne Twirl einfacher? Ah, moin. So nicht. Jetzt habe ich mich wieder gedreht. So, diese Drehung, die müsste ich eigentlich hinten machen, wenn ich runterfalle. Dass ich dann halt nach rechts mich drehe. Aber nicht... Oh! Aber nicht jetzt. Also ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich twirle oder nicht twirle. Wir machen es mal ohne Twirl. Dann muss ich mich auf weniger konzentrieren und ich komme auch so... Ja.
Ja, da kommt man auch so durch ohne Twirl. Dann muss ich mich auf weniger konzentrieren. Okay, da musste ich jetzt twirlen, weil sonst. Okay, ja gut. Teilweise ist es dann doch wieder angenehmer, scheinbar. Man weiß es nicht. So. Okay, es ist. Ich denke halt, wenn ich es so mache, reicht es nicht, ne? Oh. Geht das? Kriege ich das hin? Nee. Aber er zieht mich in die Richtung. Nee, das haut nicht hin. Yes! Okay, ich kann das mit der Wand kombinieren. Wohin muss ich jetzt? Ah, okay, ich muss. Jetzt ist es an sich nicht so schlimm, wenn ich runterfalle, weil ich würde auf jeden Fall auf die andere Wand fallen. Okay, we did it. Yes! Yes! Ja, okay. Wir holen uns nicht. Wir holen uns nicht das richtige Ende, aber. Einmal schön über die Flagge drüber. Ah, okay. Aber alles gut. Alles gut. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Das hat gedauert. Und es ist am Schluss eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, ne? Also das. Die Zeit ist ganz schnell wieder weg. Aber was eine Abschlussrate. Genau ein 90stel. Ach ja. Na hier, Busbo. Und das meine ich halt, er baut so. Wir können ja kurz gucken. Er baut so viele ähnliche Sachen. Ich bin da aktuell, ne, das ist so, hast du eins gespielt, bist du erstmal gesättigt, so ein bisschen. Guckt euch das an. Das werden wir alles noch irgendwie mit der Zeit nochmal machen. Guck mal hier, das haben wir alle schon gespielt. Also da muss ich nicht weiter runter scrollen. Das haben wir alles gesehen. Und ab hier, ab diesem Carefree, da ging es dann los, dass ich so ein bisschen gesättigt war, was Busbo angeht. Ich werde das noch machen, keine Frage. Ja, aber aktuell bin ich dann nicht so irgendwie. Ich will erstmal so die einzelnen Sachen spielen. Oh, guck mal, Twix hat wieder was gebaut. Too jank for a maker world. Und er hat auch was Schwieriges gebaut. 0 von 40. Ja, aber es ist ja auch Twix. Was erwarte ich? Oh no. Mit Zielbedingung, also ohne Checkpoint. Ich darf nicht getroffen werden. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Okay. Wieso kann ich mich da nicht ranhängen? Doch da ranhängen können. Ja, moin. Das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich will ich da gar nicht hoch. Wahrscheinlich will ich die einfach nur da einfach nur ausweichen. Dem komischen Viech. Ah, ich hab das noch nicht hinter. Ich hab die Steuerung noch nicht drauf von dem Ding. Das war schon mal. Das war's komplett. Das war nix. Okay. So. Wir machen den. Also das hier ist hoch. Okay. Ich muss die Steuerung von dem Viech erstmal richtig lernen. Wir haben es zwar schon ein paar Mal gehabt, aber. Okay, da, wenn man da hochgeht, kriegt man die zwei Leben. Verstanden. Das war nicht, was ich wollte. Schwöre. Das war nicht, was ich wollte. So, was machst du? Oh. Oh, ja, jetzt wurde ich getroffen. Dann segelt man hier weiter. Dann geht man hier ran, dann geht man... Wir spielen mal kurz... Oh mein Gott, man hört wieder auf zu segeln nach einer Weile. Okay, und jetzt kriege ich hier einen neuen Propellerpilz, wenn ich nicht so doof bin. Dann kriege ich einen neuen Propellerpilz. Und dann würde ich hier sozusagen die Pflanze wegkriegen. Und jetzt ist hier eh Schluss. Ah, ich krieg hier unten noch eine Münze.
Okay. Und jetzt, wie gesagt, ist hier eh gerade Feierabend. Oh, das ist wieder ganz schön viel auf einmal. Aber wir machen den Part jetzt ein bisschen länger, weil ich am Anfang, dann ist es, als hätte ich diese Zeitverschwendung nicht gehabt. Als hätte es das nie gegeben. Gut. Ah, ich hab gedacht, ich habe noch eine Drehung, aber es ist ja gar nicht der, der Propellerblock. Es ist ja der Propellerpilz. Das ist ja ein Unterschied. Na, so. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wir können aber trotzdem weiter probieren, aber so können wir natürlich nicht weiter probieren. Ich muss kurz was testen. Ich wollte gucken, ob ich die kaputt machen kann mit dem Ding. Weil ich bin noch ein bisschen überfragt, wie ich die Pflanze da an dem einen Stück wegkriege nachher. Aber ich glaube, da habe ich auch den Propellerpilz und nicht den, den hier. Dabei! Ach Gott, ach Gott, so. Gib mir den. Das war blöd. Das... Ah, ich hasse es. Ach, da kommt eine Feuerblume raus. Ja, aber. Immer nicht dran, das vergesse ich jedes Mal, dass wenn ich sozusagen da unten die kaputt mache, habe ich ja nochmal so einen Hochdreher. Den kann ich dann ja einfach nochmal einsetzen und ich denke jedes Mal, ich muss mit den Viechern daran kommen. Muss ich gar nicht. Ich kriege ja hier nochmal einen Hochdreher und dann ist es deutlich angenehmer, hier hochzukommen. So. Jetzt schweben wir hier einfach runter und haben hier... Wait, wieso habe ich jetzt nicht... Weil ich nicht über die Goombas bin. Der wird nicht resettet, wenn ich... Okay. Ich muss auf den Goombas landen, damit der einmal resettet wird. Verstanden. Also so... Wie das Ding halt auch einfach komplett nach rechts zieht. Mann. So, ich muss hier einmal drauf landen und jetzt ist er resettet. Oh, no. Jetzt habe ich nicht getwirlt. Das reicht nicht! Ach, Mist, ey. Aber egal, wir können trotzdem... kurz testen. Ja, aber so... Oh! Das Problem ist, dass ich da noch nicht so ganz raus habe, wo ich mich dann perfekt dranhänge. Sodass der Wandsprung ordentlich dann über die Mannschaft fliegt. Der Wandsprung. Sodass ich nach dem Wandsprung dann ordentlich... Oh! Dieses Ding zieht so weit drüber. Ich will das ja gar nicht, dass der so weit drüber zieht, ne? Ja, so würde das passen. Und jetzt kriege ich hier Blumen. Also hätte ich bekommen. Wenn ich nicht doof gewesen wäre. Dann würde ich die Blume hier nehmen und die Pflanze hier kaputt machen. So. Dann würde ich hier den Kollegen... Ach, ich habe immer noch die Blume. Mach jetzt die Pflanze kaputt. Hab immer noch die Blume. Ah, und dann... Dann sammle ich den ein. Okay. Ich
hasse das, dass der so weit rüberzieht. Oh, das mag ich jetzt schon nicht. Dass die Eichel so weit darüber zieht, ist nicht, was ich gut finde. Okay, so. So passt das, habe ich gedacht. Stellt sich raus, passt nicht. Okay, jetzt komme ich wieder nicht hier durch. Aber hier würde ich jetzt sozusagen nochmal die Pflanze beschießen. Will ich dann vielleicht sogar nochmal die nächste Pflanze beschießen, in der Zeit, in der der andere Propellerpilz da... Oh mein Gott. Das wäre ja auch wieder krass, ne? Der zieht so weit rüber. Ich muss... Wenn ich zu viel Platz da habe, ich muss durch das Hochziehen im Propellerpilz landen. Nur so kann ich das canceln. Sonst zieht er mich rüber in die Stacheln. Egal, was ich tue. Ich kann es nicht verhindern. Ich muss im Propeller... Das meine ich. Ich muss im Propellerpilz landen. Ansonsten, ich kann das nicht verhindern, dass ich bis in die Stacheln gezogen werde. Der zieht einfach... Hier, wenn ich... Ich demonstriere es mal kurz. Der zieht einfach automatisch ganz weit nach links oder nach rechts. Ich kann da nicht... Ich kann das nicht regulieren. Nee, kann ich nicht regulieren. Okay. Na, das war's nicht. Das war nix. Jetzt ist eh vorbei. Oh, boy. Und jetzt kann ich hoch. So. Hier resetten wir einmal. Und haben den Pilz verpasst. Twakes. Ich kann's nicht. Ich schaff dein Level nicht, Twakes. Dafür sind nämlich hier die Indikatoren. Schon verstanden. So. Hier hochziehen, hier hoch, so. Das hat nicht gereicht. Aber egal. So, jetzt würden wir den kaputt machen. Dann ziehen wir hier... Mist. Oh, Mann! Also gehen wir mal davon aus, dass der hier jetzt noch entlang geflogen wäre. Aber ich würde doch jetzt... Ah, ich muss bis... Oh, boy. Also ich komme mit der Blume hier an, ne? Der Pilz ist vielleicht irgendwo da so unter mir jetzt. Dann muss ich noch mit der Blume hier hoch... Schießt die Pflanze da weg. Irgendwie. Und sammle noch gleichzeitig den Propellerpilz ein. Dann hole ich mir die... In aller Ruhe kann ich mir dann die Münze hier holen. Naja, klar, dass das jetzt hier alles nicht mehr funktioniert. Das ist mir zu viel auf einmal. Schaffe ich nicht. Ich bin raus. Sorry. Das kriege ich nicht hin. Pickup Artist von Frank, nochmal Boostbo. Frogging for Coins von Devory. Nochmal Boostbo und dann sind wir hier unten, wo wir schon kennen. Okay. Welches davon könnte denn schnell gehen? Was ist denn der Pickup Artist? 0,72%, 4 Minuten. Use Bussy Beetles to get yourself ahead. Ach so, deswegen Pickup. Oh boy. Und das sieht okay aus. Schließen wir damit den Part ab. Oh mein Gott. Also wir müssen Coins sammeln. Das war das Intro. Aber ihr habt es ja schon gesehen, also 47%, das sollte nicht allzu schwierig sein. Na, das ist nicht schwierig. Das ist ein einfaches Level. Ja gut, bei 47%, ne? Ja, also da ist jetzt keine Schwierigkeit dabei. Was ist das denn? Bossfighter. Oh nein. Ob ich schnell genug sein werde, die Münzen zu sammeln.
In bevor ich verhau die letzte. Okay. So, gib mir das Ende. Wo ist das Ende? Bonus. Was ist Bonus? Hä? Why? Warum? Also selbst wenn das jetzt ein Endless-Level wäre, was soll der Bonus denn bringen? Jetzt geht's wieder auf. Was sollte der Bonus denn jetzt bringen? Der bringt mir ja nicht mal ein Leben oder sowas, selbst wenn ich jetzt, wie gesagt, ein Endless-Run spielen würde. Habe ich nicht verstanden. Aber ist ein nettes Level. War jetzt nicht so spannend für das, was wir sonst so von Devory gewohnt sind. Aber der wollte wahrscheinlich auch mal was Nettes bauen. Okay, es tut mir leid, nee. Kriege ich nicht hin. Wir können mal vorsichtig hier reingucken. Nur ganz vorsichtig. Und dann würde ich beim nächsten Mal tatsächlich gerne einfach mal wieder eine Runde Multiplayer spielen. Oh je, oh je. Wait, welchen... ach so. Verstanden. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, ich kann doch gar nicht, aber doch kann ich. Indem ich den ersten abwarte, den mitnehme und dann hier gegen knalle. Uff. Oh boy, oh boy, oh boy. Den muss ich bestimmt stoppen. Ich hab's mit... Wieso sterbe ich in Franks Leveln immer vor dem Checkpoint? Kann mir das mal jemand sagen? Okay, aber bis zum Checkpoint kriegen wir es schon mal hin. Notfalls, wenn es dann zu stressig wird, mache ich halt einen Cliffhanger in dem Level. Ja, also der Part soll jetzt auch nicht zu lang werden. Aber... ich denke, so ist es dann schon okay. Aber das ist ganz schön knapp. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie... Mist! Ja, jetzt ist vorbei. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie anders geht. Oder sehe ich irgendwas nicht? Wüsste nicht, was ich nicht sehe. Ich meine, ich kann den hier nochmal mitnehmen, aber das nützt mir ja auch nichts. Zumal ich jetzt komplett dumm war. Kein Kommentar dazu. Oh, Junge. Kein Kommentar dazu. Oh, er kann so viel gemeines Zeug jetzt mit dem neuen Pilz machen. Ne? Oh, das war super knapp. Okay, so kann ich es mir ein bisschen angenehmer machen. Ja, deutlich angenehmer, indem ich den vorher schon aufpicke. Nein! Okay, fast wieder vom Checkpoint gewesen. Leider nur fast. Und wir wissen ja, Franks Level werden vor allem auf Ende zu. Ich zieh die nochmal ordentlich an. Deswegen, wie gesagt, vielleicht machen wir dann einfach einen Cliffhanger in dem Level. Für den Fall, dass es mir zu lange wird. Also ich will eigentlich nicht, dass das ein Stundenpart wird. So, die 10 Minuten vom Anfang, ich bin doof. Die 10 Minuten vom Anfang, die ich euch gestohlen habe, habe ich ja schon wieder wettgemacht. Oh mein Gott! Really? So.
neuer Anlauf. Okay, wir spielen das Level beim nächsten Mal, aber wir spielen das Level. Danke fürs Zuschauen und tschüss.